Schon der 20. Part von Tears of the Kingdom. Ey, früher hätte man in der Zeit schon andere Zelda-Spiele komplett durchgespielt. Die Zeiten sind lange vorbei. Jetzt haben wir noch nicht mal, irgendwie ein bisschen was geschafft. Gefühlt zumindest. Leute, es freut mich, dass ihr dabei sein wollt. Wieder mal, wenn ich mich hier so ein bisschen umgucke und einfach mich erfreue, was es hier alle wieder gibt. So, ein bisschen beim Stall würde ich nochmal gucken, ne? Ach, alles ist fremd. Hä, wieso, was denn? Ich wünsche einen guten Abend hier im Stall der Orni. Hm? Ich meine, am neuen Stall von Marita. Ah, tut mir leid. Ja, warte mal, stimmt, war der Marita-Schrein? War der nicht eigentlich ganz woanders? Ah, ich habe bis vor kurzem noch im Stall der Orni gearbeitet. Also falle ich gelegentlich in alte Gewohnheiten zurück. Stall der Orni? Oh. Vor dem Dorf der Orni im Westen gab es auch einen Stall. Doch dann kam der Kälteeinbruch und er wurde geschlossen. Ach so. Ich habe gehört, dass dort jetzt eine Zeitungsredaktion ihr Quartier aufgeschoben hat. Das Dorf der Orni liegt in der Hebra-Region. Da war es immer schon so kalt. Aber jetzt ist es wirklich schlimm geworden. Falls du deine Reise dorthin planst, solltest du dich unbedingt gut auf die Kälte vorbereiten. Also hier für dich. Au, scharfe Medizin. Geil. Dankeschön. Ich brauche sie ja nicht mehr. Wenn du etwas im Stall zu erledigen hast, sprich doch mit dem Verwalter an der Rezeption in der Mitte. Ja, ich muss dir auch noch meine Belohnung abholen, ne? So, Leute, ich lass mal, glaube ich, wirklich mal ein bisschen was kochen. Das sollte ich vielleicht wirklich mal tun. Was ein bisschen hier. Ich weiß aber nicht, Medizin. Ich glaube, das Essen ist immer geiler. So, okay, in die Hand. So, was passiert eigentlich, wenn ich hier so, so eine Dinger und dann noch mit irgendwas Coolem. Ich glaube, wenn ich jetzt hier raus, dann mache ich bestimmt Medizin, ne? Ne, obwohl, ne, da gibt ja auch so Käfer oder irgendwelche anderen Teile, die dann nur mit Monsterteilen zu machen sind. Also, ich glaube, hier bei den. Ja, was mache ich denn da? Feuerfrucht? Ja, warte mal, vielleicht eine Kombi mit Feuerfrucht, genau. Ich mache mal hier so drei Feuerfrüchte und Chili, so das ultrascharfe Essen. Mh, was die richtig warm halten wird, ja, geil. Oh, Kochobst. Okay, nur Kochobst. Verdammt, das war Fail. So, in die Hand. Chili nehmen. So, viermal für eine richtig krasse Leistung. Und dann irgendwie noch irgendeinen normalen Pilz. Ach ja, so ein Himmelspilz, ne? So, schön scharfes Pilzragout oder weiß ich was. Flups. Oh, Kälteschutz für 10 Minuten. Geil. So, 10 Minuten Kälteschutz. Ja, was nicht viel ist, ne? Deswegen lass mich mal noch ein bisschen mehr. Das ist nicht einfach so ein Fünfer-Ding hier, einfach so rinhaue. Einfach, let's go. Sag mal her. Scharfe Bratschi, die haben wir schon mal gemacht. Okay, sollte jetzt aber reichen. Sind irgendwelche neuesten News von Dofil? Also mal gucken hier, ne? Was sind denn die heutigen Schlagzeilen? Was denn los? Kälteeinbruch bedroht Orni. Ja, kennt man schon. Das Dorf der Orni ist vom Außenwelt abgeschnitten. Es herrscht Sorge wegen der Nahrungsmittelversorgung. Wie entsetzlich. Da ist es ja lebensgefährlich, ohne Schutz vor der Kälte im Dorf der Orni zu reisen. Ich kann die Zeitung erst weglegen, wenn ich jedes einzelne Wort gelesen habe. Die Artikel sind also geil. Irgendwas Interessantes noch? Ja, der Kleeblatt-Kurier-Redaktion gegründet. Interessant. Der Kleeblatt-Kurier ist im ehemaligen Stall der Orni eingezogen. Es werden noch Reporter gesucht. Na sowas. Erst Stall, dann Zeitungsredaktion. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Zeiten ändern. Vielleicht sehe ich mir das mal an, wenn ich im Dorf der Orni vorbeikomme. Okay, geil. Dann melden wir uns mal, ne? Die Leute vom Kleeblatt-Kurier, die diese Zeitung drucken, leisten wirklich Enormes. Ja, was sind die hier? Chillst du hier rum? Alter, Garson. Ah, ist schon so spät und die streiten sich immer noch. Wer? Egal, ob es jetzt die unbekannte Tierart oder die legendäre Waffe ist, können wir nicht einfach bald mal aufbrechen? Kann ich dir irgendwie helfen, Mann? Ich bin hier alles allerdings nur zu Gast, Mann. Wenn du etwas brauchst, dann solltest du jemanden vom Stall fragen. Meine Brüder streiten sich schon seit einer Ewigkeit darüber, wohin wir als nächstes aufbrechen. Das nervt. Es ist halt einfach so groß, ne? Man gibt so viel zu entdecken. Deswegen halte ich jetzt im Stall nicht aus und bin hierher gekommen, um meine Ruhe vor ihnen zu haben. Ich meine, ich interessiere mich noch nicht mal besonders für komische Legenden oder irgendwelche Mysterien. Viel lieber würde ich mir die während des Kataklysmus entstandenen Höhlen und vom Himmel gefallenen Ruinen reinziehen. Okay, der wird irgendwo streiten. Oh, wie die Pferde hier snacken. Hier auch wieder richtig viele Sachen. Dass du einfach schön bauen kannst. Oh, Feuerstein und Holzbündel. Danke, Mann. Komm mal, dieses geile Keulenschwert hier, ey. Oh. So, flup, flup. Schön Pfeile. Hey, ist auch noch ein Brunnen. Der Brunnen am neuen Stall von Marita. Und ein Wischmob. Wischmob. Ja, ist zu krass. Ja, die sind eh nicht stark, die Dinger. Oh, das ist schon wieder vom Himmel gefallen. Da, die leuchtenden Dinger im Hintergrund. Aber das geht nicht. Das geht doch nicht. Ich muss erstmal hier win. Okay, diese komischen Deckenkrabbler wieder. Die sind gut. Die sind wirklich gut. Die will ich haben. So, hm? Oh, die kann man ja. Die sind ja nicht tot, denn die leben einfach wieder. Ja, was haben wir denn hier? Ist hier ein geheimer Gang? Ne, sieht einfach nur dicht aus. Aber hier war mal anscheinend irgendwas.
So, ich bin ja gespannt, wenn mal wieder die Frau da... Ah, ey, warte mal, das ist ja hier verdächtig. Moment mal. Das ist ja aber sehr verdächtig. So, da muss ich erstmal ein bisschen wummern. Wummern! Da kommt jetzt aus, ich wummer mich nicht selber um. So, nur noch 3 Bomben. Okay, Achtung, wummern! Oh, ey, da gibt's doch einen Geheimgang. Oh, shit. Ich hab die Höhle in Brand gesetzt. Und einen Opal bekommen. Okay, schöne Sache, schöne Sache. Hups. Komm her, du Fisch. Flupp, da bist du ja auch allein in so komischen Tümpel. Ist ja kein richtiger Lebensraum für dich. Schwumm. Schwumm. Komm, hier noch ein paar Feen mitnehmen, wäre auch nicht schlecht. Ey. Ich hab die eh schon verbraucht, die ich da hatte. Weil ich einfach so doof wegen Hinox unbedingt kämpfen wollte. So, ist das jetzt eine Abkürzung? Nee, einfach nur ein alter, vergessener Schatz. Herr Ohrenpuffi. Sein violetter Glanz löst ein wohliges Kribbeln in deiner Magengegend aus. Oh ja, so Holzpfeil. Wasch. So, sonst nix, sonst nix. Okay, cool. Ey, die Brunnen sind irgendwie auch richtig cool gemacht. Richtig toll mit den Brunnen. Hab richtig Spaß, so die zu entdecken und einfach... Ja, ups. Flupp. Ja. Voll weit weg. So, Imper weiß Bescheid. Mein Pferdchen ist noch da. Cool. Das reicht noch nicht. Oh, warte jetzt. Hilfe! Ja? Ah, ein Gast. Du warst sicher lange unterwegs, wenn du zu dieser späten Stunde kommst. Ich bin gerade beschäftigt. Wenn du also unseren Stall nutzen möchtest, geh doch bitte zur Rezeption. Wie kann ich dir denn gleich helfen? Na, wie findest du denn? Was denn? Hm? Oh, ich wollte schon so lange einen eigenen Pferdewagen und endlich habe ich einen. Ach. Ja, da fehlen Räder, oder? Na gut, wie du siehst, ist der Event noch nicht ganz komplett. Aber wenn du das Baumaterial beim Stall verwendest, könntest du ihm Räder bauen. Und was das Pferd angeht, wenn es dir gelingen würde, ein Wildpferd zu fangen, wäre das perfekt. Also, warte mal, Wildpferde? Wenn du ein Wildpferd fängst, kannst du es danach immer wieder reiten. Hier gibt es viele Wildpferde, aber du musst dich geduckt leise von hinten anschleichen, sonst laufen sie gleich weg. Das ist gar nicht so leicht. Gelingt es dir, einen zu fangen, musst du es dann außerdem noch tätscheln und beruhigen. Okay, und Baumaterial, hm? Materialdepots für übrig gebliebenes Baumaterial findest du in der Nähe von Stellen. Natürlich sind nicht überall die gleichen Materialien darin, aber wenn du irgendwas davon gebrauchen kannst, dann verwende es ruhig. Etwas Hilfe wäre schon toll, aber die Leute im Stall plaudern lieber den ganzen Tag. Oh, ich hatte ja keine Ahnung, dass ein Pferdewagen so viel Arbeit macht. Dabei würde ich jemandem, der mir hilft, mein ganzes Geld geben. Yeah! Ein Traum von einem Wagen. Leute, das ganze Geld? Die hat ja bestimmt richtig viel. Über das Tagebuch kannst du Zielpunkte von Missionen einfach mal wieder markieren. So. Dann machen wir mal hier eine kleine Freude, Leute. Das kann man doch nicht so einfach zulassen. Das geht doch nicht. Ah, hier liegt ja auch noch eins gleich hier nahe. Ah, hier liegen ja richtig viele hier. Einfach direkt davor. Oh, was zum... Ja? Ich helfe dir, indem ich das hier richtig schön kacke dran mache. So. So, ich dachte gerade, knurrt der Hund mich an. Aber nee, da waren sie gerade diese runterschiebbaren Teile. So. Guck mal. Moment mal, der Wagen ist fertig? Ja, schön, zwar nur festgeklebt, aber das hält schon. Das hält auch schon so ein Ackerweg oder sowas aus, wenn du da langbretterst mit einem FPS, mit einer Pferdestärke, ja. Hä? Er ist tatsächlich fertig. Oh, hast du das etwa für mich getan? Oh. Oh, ich danke dir. Ein kompletter Wagen mit Rädern und allem. Und ich dachte erst, der gehört einem unserer Gäste. Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dank dir bin ich meinem Traum von eigenem Pferdewagen nun einen ganzen großen Schritt näher gekommen. Jetzt müsste man nur noch ein Wildpferd fangen. Ich habe schon mal versucht, Wildpferde zu fangen, aber bei mir rennen die immer weg. Okay, Leute, machen wir mal schnell. Ich meine, ich werde jetzt nicht gleich Dritti benutzen. Ich meine, ich habe zwar gesagt, dass es lustig wäre, wenn die gleich wieder verschenkt wird, aber... Ich guck mal, ich fange mal eins. Ne, ein Wildpferd? Weil der kann ich ja denn ihr geben. Ich will nicht extra nochmal extra irgendwie neu benennen oder so. Ja, wartet mal. Ganz schnell für die Gutste, Leute. Der müssen wir doch helfen. Eine Frau in Nöten, der wird geholfen. So. Ich muss irgendwie sagen, die sind ja nicht so schreckhaft wie vorher. Ich habe mich voll den von vorne genähert und die checken das ja nicht. Und haben sie doch irgendwie verbessert im Gegensatz zu früher. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Dann musst du es außerdem auch noch tätscheln und beruhigen. Ja, ja, kein Problem. So, ihr kriegt ein richtig schönes, schlechtes Pferd, was richtig langsam ist. Nur mit zweimal die Sporen geben. So, oh, wie man echt da nicht lenken kann, wenn die noch nicht so getätschelt sind, ne? So. Ha, guck mal hier, willst du das Pferd haben? Echt, der Hund, der wieder ausflippt.
So, guck mal. Das ist für dich. Hat's so geklappt? Muss das so sein? Hast du dieses Pferd für mich gefangen? Oh, das sieht ja toll aus. Jetzt passt zu deiner Augenfarbe. So ein Pferd wollte ich immer schon mal haben. Du kannst es haben. Was? Echt? Du willst mir also wirklich dieses tolle Pferd überlassen? Ja klar, weil du so süß bist. Ich danke dir. Passiert das gerade wirklich? Ich bin ja so glücklich. Toll, ich werde gleich das Geschirr anbringen. Geschirr? Ja, wenn du ein Pferd besitzt, kannst du ihm ein Geschirr anlegen. Auf diese Weise kannst du ein Pferd an einen Wagen anschieren. Oder auch an Sachen, die du gerade trägst. Wenn du also Stallpunkte sammelst, kannst du so ein Geschirr als Prämie erhalten. Sekündchen mal. Kann ich so einfach von dir haben? Das wäre viel cooler. Einfach direkt frei nach Hause, ohne Porto oder so. Oh, geil. Und fertig. Ich hätte nie gedacht, dass aus diesem Wrack ein so toller Pferdewagen werden würde. Vielen, vielen Dank. Ein eigener Pferdewagen ist der Traum von jedem, der in einem Stall arbeitet. Ich kann dir gar nicht genug danken. Nachdem ich den Wagen gekauft hatte, hatte ich nicht mehr so viel Geld übrig. Wah! Aber alles, was ich jetzt noch an Geld besitze, soll dir gehören. Ach, kannst du einfach behalten, ist doch nicht schlimm. Alter, ein Huni! 100 Rubine wert. Sein silbernes Schimmern spiegelt sich in deinen verzückt aufgerissenen Augen. Ach, stimmt ja. Wie heißt du eigentlich? Ich bin's Marcel. Ach, Link? Mal überlegen. Dann soll dieser Pferdewagen von heute an Zumink heißen. Ich werde ihn mein ganzes Leben lang hegen und pflegen. Zumi und Link als Kombo-Name. Du musst mich und den Zumink unbedingt mal wieder hier besuchen. Ich bin ja so glücklich. Ach Leute, wir haben wieder jemand geholfen. Ist so schön. Es ist einfach schön. So, und Impa weiß auch Bescheid. Oh, die Erforschung der Geoglyphe hier ist beendet. Doch es gibt noch immer viele Orte auf dieser Welt, die wir erkunden sollten. Oh. Wohin sollen wir denn als nächstes aufbrechen? Vielleicht zum vergessenen Tempel auf dem Grund des Tals in Hebra? Oder erforschen wir besser zuerst die Geoglyphe in der anderen Region? Nee, vergessener Tempel ist schon korrekt. So, ist das der Turm? Doch, das ist der Turm von der Region hier. So, hier wird sich gestritten? Alter, wow, Alter, wirklich, die Waffe! Unbekannte Tierart, Mann! Bleib doch mal ganz ruhig. So, hier kommt erstmal eine Prämie ab, ja? So, Prämie erhalten. Ja. Ein Moment. Ich möchte meine. Das steht mir zu. Du möchtest also eine Prämie für deine Stallpunkte, stimmt's? Deine Prämie für 3 Stallpunkte ist ein Geschirr. Yeah, sieht aus wie Set aus einem strapazierfähigen Zuggeschirr, mit dem ein Pferd Wagen oder Materialien ziehen kann und einem bequemen Sattel. Ey, das ist richtig cool. Hast du ein Pferd mit einem Geschirr ausgerüstet, kannst du es vor Lasten spannen. Zum Beispiel einen Wagen oder einfach etwas, das du irgendwohin transportieren möchtest. Wenn du noch 2 Steinpunkte mehr sammelst, ne, dann gehört der Pferdegottstoff dir, Link. Der Pferdegottstoff? Diesen ganz besonderen Stoff kannst du in der Färberei von Ateno und in Nekluda verwenden. Vielen Dank, dass du unsere Stelle nutzt. Hey, sag mal. Und Terry, du schläfst ja schon wieder? Hallo, welch freudiges Wiedersehen. Na, wie ist es auf dem Pfad durch des Lebens ergangen? Nun gibt's etwas, was sie brauchen? Kaufen. So, Pfeilbündel, ganz viele Sachen hier. Ach, brauch nicht. Meinen besten Dank. Hau ab. So, was ist denn hier los, Mann? Euer Bruder ist schon richtig mad. Eine legendäre Waffe, ja? So. Und jetzt denkt doch mal darüber nach, Onion. Mit legendär ist nur gemeint, dass es etwas einfach nicht existieren kann, ne? So ist das dann mit Legenden nun mal. Ach ja, aber die unbekannte Tierart, nach der du suchst, ist doch nichts weiter als ein Gerücht, Mann. Na, da muss mehr dran sein. Die unbekannte Tierart ist das Gesprächsthema Nummer 1 in allen Stellen, in denen wir waren. In Stellen erhält man viele wertvolle Infos. Wenn es also nicht wahr werden würde, würden nicht alle darüber reden. Ja, aber selbst wenn wir eine unbekannte Tierart finden, ich meine, was haben wir denn davon? Wenn wir andererseits eine legendäre Waffe hätten, dann müssten sich die Monster vor uns in Acht nehmen, stimmt's? Ja, was machst du, wenn die legendäre Waffe einfach nur legendär schlecht ist? Richtig scheiße? Zuerst einmal sollten wir uns in anderen Stellen nach Informationen über die unbekannte Tierart umhören. Okay, Leute, das machen wir dann auch, ne? Das ist ja wieder mal interessant. So, wie sie sich freut, dass sie jetzt so einen Wagen hat. Ey, dann können wir selber irgendwann so einen fetten Wagen bauen? Ja, ich meine, ne, mal gucken, ob wir irgendwie... Wenn wir irgendwann so, ja, irgendwelche Lasten mitnehmen wollen oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir das machen sollen. So, Pferdchen erstmal wieder ein bisschen heilen, ein bisschen tätscheln. Sonst reitet es immer daneben. Was zum... Was? Sorry, Gumpel. So, wusch. Ja, Pferdchen, bleib doch mal ins Locker. Na schön tätscheln, genau. Immer wenn so schöne rosa Wänkchen da glitzern, dann freut es sich und dann kann ich es ein bisschen besser lenken. So, Impa steht da jetzt oben. Pass auf, Impa, du bist ja ganz in der Nähe von so einem Gebiet hier, ne? Guck mal hier, das sind so richtig fiese Typen.
Oh. Oh. Yeah. So. Kumpel? Voll abgeschossen. Ach, der hat sich nur schlafen gelegt. Aua. Du meine Güte. Hier, warte, Leute, kann ich hier hoch? Ja, yeah, stupen. Der kann hier einfach ruf. Flup. Alter, auf so einem Minox, Alter. Auf so einem Bivarock. Ey, das ist ja richtig krass, ey. Ey, wie cool ist das denn? Mann. Leute, krass da aus, das ist ein geiles Game, Stupen. So, natürlich, jetzt mache ich die krass hier den Dismantling Vamp. Vamp. Oh. Alter, scheiße. Queen. So. Alter, was hat denn da gedroppt? Richtig viel Bernstein. Ich hätte jetzt alle mit dir gerechnet, dass so ein Ivarok, also man kennt die aus den Trailern, ne? Oh, was ist denn das? So ein Herz? Warte mal, kann ich da bestimmt fusionieren, oder? Mit irgendwas? Das ist einfach so ein Ivarok-Herz. Also die heißen jetzt hier Bivarok, aber trotzdem. Alter, geil, Mann. Nur das ist alles so richtig, richtig toll irgendwie. Das macht alles so einen Spaß, das zu entdecken. So, ich mach mal hier schnell was ran fusionieren, ja? So, genau das da. Ans Königsschwert. So. Okay, da muss ich jetzt mal eins kurz gucken. Was ich genau irgendwie machen kann mit dem Herz. Da will ich natürlich auch noch irgendwie das an ein Schild ranmachen. Wäre bestimmt richtig cool. Weil das sieht halt fast so aus. Wie so ein richtig stabiler Schutz. Exalfos-Klinge. Boah. Ja, komm, hauen wir das hier mal. Ah, nee, komm, das hier hauen wir mal weg. Flupp. So. Guti. So, was mach ich jetzt mit dem Ding hier? Komm, so ein Krogfächer hat der da. Ja, guck mal, ich hab doch hier noch genug Schilder hier. Komm, das Ding ist eigentlich richtig dumm. Was habt ihr dabei denn gedacht? Was habt ihr dabei gedacht, ne? So. Das ist wirklich ein Ivarok-Steinherz. Tschüss. Oh. Schön auf dem Rücken. So, das wirkt halt. Irgendwie wirkt das ja schon so, dass das einfach mega viel Verteidigung hat oder so. Oh. Den ersten Bivarok. Warum Bivarok? So, die Kisten wird, glaube ich, egal. Aber das sieht so scheiße aus mit der langen Lanze hier, ne? So. Schnell wir die Keule hier benutzen. Ah, nee, warte, ich habe das Ding jetzt hier schon. Das hält aber ganz schön lange aus. Es ist einfach toll. So, Pferdchen, da ist es noch. Ist nichts passiert. Irgendwas ohne passiert. Die scheint eh unverwüstlich zu sein. So, ho, ho. Auf Richtung Turm. Alles andere ist nicht so wichtig. Richtig viele Bernsteine hier geholt. So, das sieht doch hier auch aus wie so ein Stein, den man irgendwie so komisch zurückspulen kann, um wieder nach oben zu fahren. Der sieht doch so aus, oder nicht? Das hat man auch so aus den Trailern. Ja, seht ihr, das ist wirklich so ein Ding. Cool. Na denn, mach ich das mal. Oh, ey, wie cool. Da ist der Turm, den wollen wir auch noch haben. Oh, weil das reicht gar nicht bis ganz nach oben, oder? Das reicht gar nicht. Aber es blieb da erstmal so stehen. Okay, gut, dann machen wir es mal ganz einfach, zu dem Turm da hochzukommen. Oh, das ist noch eine Glyphe. Och, Mann. Ist das die Glyphe in der Hebra-Schlucht? Guck mal, ist hier die Hebra-Schlucht? Hier irgendwo war der Tempel unten drin. Och, man weiß einfach nicht, was man zuerst machen soll, Leute. Ist einfach so. Das ist aber ein richtig, richtig tolles Spiel. Also jetzt schon, irgendwie weiß ich, bin richtig begeistert. Man entdeckt ja immer so schöne Sachen die ganze Zeit. Hab's, alles ist einfach interessant und irgendwie schön und charmant und, oh, guck mal, das ist ja richtig, der war ja sowieso richtig eingekesselt, der Turm auf dem Dilioberg. Na gut, aufmachen, registrieren, so, ja, komm, ich will mir nochmal angucken. Irgendwann haben wir alle Türme entdeckt und dann sieht man diese lustigen Sequenzen nicht mehr. Deswegen lasst mich mal ganz schnell schauen. Easy going. Und jetzt nochmal nach oben ballern. Verkabelt. Und let's go. Oh. Aber ich will ja noch an sich, will ich mich ja noch hier unten rum umgucken, aber.
Ich will einfach, wie der Drache rumfliegt. Daten gesammelt, kurz runtergeladen, Feed ausgewertet und wieder zurückschicken. Wie schnell das geht. So, das ganze Gebiet von Hebra. Ach guck mal, dann sind wir gar nicht mehr so weit weg, um da halt zu den Horny zu kommen. Oh, das sieht alles so, Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Warte mal, wo ist denn das, das Tabanta-Grenzland? Nee, wo haben denn die Horny gelebt? Die sind aber nicht umgezogen, oder? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Guck, das ist mal so ein Weg in den Untergrund. Oh, da will ich ja auch gerne rennen. Mann. Und über uns, ja, auch ein paar neue Himmelssachen. Himmelskarte aktualisiert. Cool. Ich würde jetzt einfach, ich würde jetzt gerne doch mal in so ein Loch reingucken, ja. Das ist nämlich auch richtig cool. Da hinten ist es. Ich lass mich mal ganz kurz. Yeah. Stoßflug, Mann. Wow. So, Untergrund muss ich ja auch mal machen, ne? Da kann man sich irgendwann auch hin teleportieren. Alter, was ist denn das hier für ein... Oh, da hinten so rote Berge. Was, wo sind wir denn hier? Was ist denn das hier? Ja, da kann ich, glaube ich, einfach rauffliegen. Hier auf diese Riesenteil. Oh, flieg da mal hin. Da reicht da meine Ausdauer für. Oh Gott, das wird... Nee, okay, der Glubbel kann ich so ja von unten begehen und dann nach ganz oben kommen. Ja, ich glaube, das muss ich auch machen, weil meine Ausdauer würde nicht reichen. Deswegen, Leute, doch erstmal in den Untergrund. Ich kann auch ein bisschen näher noch ran. Na, vielleicht klappt's doch. Da, da. Ja, das ist ja richtig groß. Ich will einfach immer noch so, einfach nur die Flash. Okay, dann komme ich da nicht von unten ran. Also wirkt ja fast, als ob extra so gemacht ist, dass ich... Ja, da ist ja dann auch Wasser. Nee, okay. Jetzt ist wohl doch übersichtlich vielleicht von hier... Jetzt komme ich aber nicht mehr hoch, ne? Oh, das ist allzu weit weg. Oh Gott, man will einfach alles erkunden, aber es ist einfach viel zu viel. Zum Erkunden, es geht nichts mehr. Ups. Die Felsformation sieht ja so interessant aus. Ich glaube, ich komme gar nicht höher. Die könnte vielleicht durch die Decke durch. Wenn die unmittelbar irgendwie über mir wäre. Ja, ist er ja auch an manchen Stellen. Aber das ist nicht glatt. Die Decke ist nicht glatt. Vielleicht klappt das da deswegen nicht. Ups. Na doch, hier könnte es vielleicht klappen. Außer ich fliege daneben. Oh, okay. Dann nochmal kurz hier reingucken. Ui, ist hier Wasser? Hier ist doch Wasser, oder? Das ist Wasser. Okay. Trotzdem. Oh, wir haben so ein geiler Automat. Warte, da muss ich mal kurz was drin ballern. So, vielleicht finden wir auch wieder ein paar neue Freunde hier. Wo sind diese Dinger gewesen? Kann ich einfach hier gucken. Halt, nein. So nicht. Ist mal Waffe geswitcht. Ich habe ja so eine große Energiesphäre, ne? Da will ich mal kurz gucken. Oh, die Dinger muss ich auch mal. Ey, die muss ich mal alle abgeben hier. Wo findet man irgendwie so eine Schmiede? So, also. Genau, die Dinger. Nee, nicht auf dem Boden. Ach, falsches Menü. Doch hier in dem Menü. So. Also ich mach mal ein so ein Ding. Oh, jetzt habe ich es verwendet. Hups, nein! Scheiße. In die Hand. So, ein so ein Ding und vier so eine Dinger. Okay, das war doof. Boah, ein Jackpot, oder was? Was ist denn das? Heißluftballon, cool. Ein Sonarbeuteil, mit dem man einfach Hitze-Dings machen kann. Reiskochtopf. Eine Zeitbombe? Die über einen Timer gesteuerte Explosion dieser Sonau-Bauteile kann andere Sonau-Bauteile aktivieren. Okay, richtig cool. Ansonsten alles, was wir schon haben. Jetzt habe ich hier ganz kurz endlos Energie. Ah, weil ich aus Versehen benutzt habe. Ja gut, sorry Leute, ist ja nicht schlimm. Ja, so, ist hier irgendwas drin? Wo ist hier denn nischen? Eine kleine Blume. Tatsächlich eine Ausdauerknolle. Oh, da sind ganz viele Ausdauerknollen. Flupp, Ausdauer, Ausdauer. Da. Was haben wir jetzt hier? Himmelspilzer. Das ist aber ganz schön so ein Stück, was echt weit unten irgendwie ist. Sonnenfleckchen. Sollen wir mal da hingucken? Ah, ist da eine Fee? Oh nein, da war eine Fee. Die habe ich gar nicht gesehen. Oh, die schöne Fee. Kommt die vielleicht nochmal wieder zurück? Ah, da fliegt ein Vogel durch die Gegend. Gleich abballern. Ah, nee, die sind mir zu majestätisch. Da ist noch eine Fee. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Komm mal her. Dich brauche ich doch. So, was ist hier ein bisschen zu... Ja, komm runter, genau. Jawohl. Viel eingesammelt. So, sehe ich hier noch irgendwo eine. Bei dem hellen Licht hier kann die sich gut verstecken.
Nee. Okay, was soll's? Was haben wir jetzt hier? Hallo? Vielleicht irgendwas hier zum Rausheben oder so? Irgendwas? Nee, ist einfach nur alles kaputt. Irgendeine komische Ruine. Lange vergessen. Lang ist's her. Aber die Knollen schmecken mir immer noch sehr. Nö, okay. Nichts weiter hier zu finden. Da war vielleicht echt bloß so ein kleiner Ort für eben den Automaten da. Ich würde ja so eine Schmiede finden. Da muss ich irgendwann vielleicht doch mal zur Not, wenn ich irgendwann merke, verdammt, jetzt komme ich ohne Batterieenergie nicht mehr weiter mit der einen, die ich habe. Dass ich dann vielleicht doch mal mich nach oben wieder einfach hin teleportiere. Geht ja eigentlich ratzfatz. Halt dahin, wo die... Funkelfrucht. Dahin, wo die eben so eine Schmiede da hatten. Und die wollten mir ja immer helfen. Bring die einfach vorbei, haben sie gesagt, ne? Gut, okay, das war das. Jetzt aber doch wieder zurück zu dem Untergrundloch. Das ist interessant. Ich hab immer noch überlegen, wo ich hier bin. Ja, das war die ganze Hebra-Ebene. Da waren die Orni aber nicht. Die sind doch eigentlich... Die müsste man doch eigentlich schon sehen. Das war doch auch so ein riesengroßes Gebiet eigentlich. Wow, wow, Sturzflug. Oh, ist ja noch ein Schrein daneben. Geil. War aber eigentlich auch zu erwarten. Upsala. Okay. Schrein aktiviert. Guck mal, wie das hier aussieht. Dort ist ein Krog-Rätsel. Als ob hier wieder irgendeiner ist. Robedo oder so. Ob ich weitere Fotos machen soll, wenn ich irgendwie noch so eine Dinger finde. Ah, aua. So, was haben wir hier? Den Runa-Kita-Schrein. So, ich denke mal den... Vielleicht schaffe ich den noch. Mal gucken. Außer es ist der mega riesigste, längste Schrein von allen. Wir schauen mal. Ich habe ja das Herz eines Ivaroks dabei, ne? Der hilft mir. Und dann würde ich sagen, Leute, haben wir den Part wieder schön beenden. Den 20. Und guck mal beim nächsten Mal einfach in so ein Untergrundloch rein. Den finde ich recht interessant. Das sind ja dann die Gebiete, die man überhaupt nicht kennt. Transportart. Okay, das sieht groß aus. Hier ist aber schon das Ende. Eine Kugel muss transportiert werden. Über so... Oh, war ja. Über ganz lange so eine Dinger. Okay. Ja, wo fange ich denn da an? Da oben fängt's an. Na gut, ups. Denn mal hin da. Flupp. Und erstmal gucken. Transportart. So Leitern waren immer cool. Du kannst richtig schön hochspringen. Und wenn du ein bisschen normal läufst, dann erhöht sich hier die Ausdauer auch wieder. Nicht so wie an irgendwelchen Steilwänden. So, Transport. Aber sag mal, kann ich die nicht einfach... Ich meine... Okay, vielleicht brauche ich die noch irgendwo anders, aber ich kann die nur einfach rüberwerfen. Nee, obwohl, dafür reicht ja mein Dings nicht aus, ne? Nee, das ist zu weit weg. Okay. Aber bevor ich die einfach loslaufen lasse, mal gucken, ob die nicht irgendwo blockiert werden kann. Aber nee, sieht nicht so aus. Die nehme ich einfach mit. So Etappe für Etappe. Wow, wow, wow. So, die rollt die ja schön von alleine dann runter. Oder rollt nicht, die slidet einfach. Hups. Hinterher. Wow. Alter, Link, dich da oben drauf stehen. Ja, okay, gut, dann ist sie jetzt hier. Ah, oh, muss ich jetzt so eine Dinger reparieren? Warum sind hier Stangen? Warum sind hier Stangen? Na, ah, so, weil das ist jetzt zu groß dafür. Na, okay, okay. So, ist da oben die Truhe drauf? Weil das wäre dann richtig easy oder auch nicht. Kann ich hier... Hm, toll. Da ist bestimmt die Truhe drauf. Wie komme ich denn da oben hoch? Nee, was ist das überhaupt? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da irgendwie... Ist überhaupt eine Truhe? Ja, doch. Können wir jetzt wieder mit uns über Ding hier was bauen? Nee, okay, gut. Warte, denn lasst mal ganz schnell so eine Kugel ein bisschen... Dass die ein bisschen mehr Grip hat. Das ist ja einfach. Dann machst du die einfach so hier richtig schön breit ran, ne? Und dann rollt es ja einfach auf den Dingern. So, okay, ja, das ist natürlich jetzt... Moment. Sollte vielleicht auch noch ein bisschen... Na, knapp. Ein bisschen richtig, richtig schön gerade sein. So. Ja, am besten orientieren hier an der Seite so. So, bupp. Okay, jetzt ein bisschen parallel noch so einen anderen Stock daran. Wie? Also, so gut wie es geht parallel. Ja. Nee, bitte nicht runterfallen. Ich glaube, das reicht doch so. Das reicht. Die darf halt einfach bloß nicht da runterfloppen. Und wenn die jetzt nicht so schick aussieht bei dem Akt, wie sie hier runterrollt, guck mal. Das ist doch perfekt. Boom. Echt cool. Wirklich, wirklich cool. So, was jetzt aber nicht cool ist, ist da jetzt wirklich die... Ist da die Truhe drauf? Weil das sieht so komisch aus. Oder sind die Dinger hier einfach überall angebracht? Ich sehe auch sonst nirgendwo anders eine... Doch, da hinten ist eine Truhe. Okay, dann ist es doch nicht so, wie ich dachte. Okay, gut. Gut. Jetzt ist die Frage, soll ich die anderen beiden Dinger auch noch mitnehmen?
Ich meine, den habe ich, ich meine, ne, dann kann ich... Ja, ich nehme die mal mit. Sicher ist sicher. Dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Vielleicht muss ich den ja richtig breit machen. Bei der letzten Stange da. Ups. So. Guck mal, dann macht man die einfach so zusammen. Ne? Und schon sind die ja auch lang genug, damit die hier lang rollen können. So, aber schön gerade, ne? So. Hoi. Alles klar, Mann. Oh je. Bup, 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 bup. So, und jetzt haben wir hier so eine Möglichkeit, dass ich hier irgendwie hochkomme. Zu so einer Leitermusik? Aha. Hä? Das kann ich nicht bewegen? Wieso nicht? Ich hab doch gar keine Turbo-Boosters dabei. Ah, ja, hier ist ja richtig viel zum Bauen. Ach, jetzt hol ich hier so ein... Oh, hier muss ich hier richtig so eine krasse Dings bauen. Dass die Kugel dann da lang fährt. Ist aber auch irgendwie geil. Sehr wusste ja, was ist das hier? Wieso geht das hier nicht an? Das kann echt fahren? Aber wie? Oder ich baue mir einfach eine mega lange Brücke darüber. Ich weiß echt nicht, was das hier ist. So, okay, kann ich erstmal die Dinger hier wieder abmachen. So. Wie komme ich da jetzt zu der Truhe hin? Warum fährt dieses Ding hier nicht? Ach, oder ist das so ein Ding, was zurückspulen kann? Nee, kann es leider nicht. Jetzt kann ich zurückspulen, Leute. Mann, was mache ich denn jetzt? Was ich erstmal mache. Also, ich brauche die Dinger hier, um halt so richtig so ein. Ja, am besten so einen Kasten bauen. Der dann halt da so rüberfliegt, ne? Also für die Kugel. Aber erstmal wieder die Füße. Ich brauche hier erstmal sowas, um auf die Schienen mir eine eigene Brücke zu bauen. Wupp, 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 wupp. So, nein. So, nein. Nein. So, genau. So, dann, da, da. Komm mal her. So, ne? Guck mal, dann passiert mir irgendwie. Ich muss ja bloß an die Leiter da ran. Ist doch kein Problem. So, wenn er drunter fällt, macht er nichts. Kann ich hier drauf stehen? Kann ich tatsächlich. Jo, dann beug einfach mal so. Jo, und dann springt er auf die Leiter. Also nochmal ein Stück holen, noch ein Stück. So, ich muss noch so eine kleine Dinger. Nee, halt. Hier waren doch noch so eine Ecksticker. Eckstückis. So. Keine Ahnung, ob das so gemacht werden soll, aber ich mach's einfach so, ne? So. Noch ein bisschen nach vorne. Geht das noch? Ja, das ist zu weit nach vorne, Link. Das ist zu weit! So. Nein, Link, was machst du denn da? So, ganz vorsichtig hier rauf. Jetzt ein bisschen näher ran. Und kleben. Achso, jetzt habe ich jetzt so ein bisschen... Achso, ups. Warte. Ob ich das jetzt schaffe? Ich habe Angst, dass wenn ich das nicht schaffe, dass ich den alt normal machen muss. Warte mal, das war jetzt doof. Das wollte ich jetzt gar nicht... Warte. Ja, so. Jetzt mach einfach mal so. Guck mal. Das ist doch voll geil. Uff. Okay. Und jetzt Link. Nein, daneben gesprungen. Ach man, bitte nicht. Da war doch bloß jetzt ein Sprung daneben. Okay, ist alles noch so, wie es da war. So, das klappt aber. Also, das bin ich jetzt eigentlich sicher, dass das funktioniert so. So, ich muss bloß ein bisschen besser geradeaus springen. Ne, Link, halt dich da jetzt mal fest, bitte, ne? So, ganz ruhig. Sag ich doch. Funktioniert doch noch, Mensch. Okay. Boah, für einen Konstruktbogen. Ja, okay. So, Truhe ist komplett. Und jetzt halt bauen wir uns mal ein schönes Kugelkonstrukt. Keine Ahnung, wie wir das hier machen sollen eigentlich. Aber das hat funktioniert für mich so, ne? Okay, dann ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt gehen soll. Also, dann baue ich erstmal, also an sich musstet ja die Kugel bloß so ein bisschen halten, ne? Ja, warte, ich baue da mal was. Und dann irgendwie, dass das oder so ein Bogen ist oder so, dass ich jetzt auch wieder reinhaken kann. Ja, irgendwie so. So, klebt man schräg. So, reicht das nicht so ja schon aus? Warte mal, die Kugel kann ich ja auch festmachen. Ich muss das ja nicht so komisch machen. So, ich will jetzt, also ich habe jetzt gerade im Kopf eine Hängekonstruktion. Ja, aber... Ja. Ach du meine Güte. Hier ist ja noch so ein Ding dran. Mensch, warum? So, Hängekonstruktion ist natürlich richtig fies, dass es nur mit eben so ein Ding geht. Wie soll das denn darüber gehen, Leute? Alles trotzdem mega kreativ hier alles. Das ist wirklich unglaublich spaßig, das hier alles so zu machen. So, natürlich ist es aber... Nee, das sollte ich vielleicht wirklich ein bisschen genauer machen. Weil fällt die Kugel hier einmal runter, dann war es das halt. Dann muss ich eventuell das alles nochmal machen.
Wie macht man denn das jetzt? Ich habe noch eine andere Idee. Wenn ich jetzt hier so das versuche, so richtig gleichmäßig zu machen. Und jetzt mal mit so einem anderen Ding. Die einfach so rumstehen. Und dass das halt dann so richtig schön auf der Schiene da so lang sliden soll. Und halt irgendwie die Kugel stabilisationsmäßig aber auch da ran muss. So, ja? So. Tschuh, was ist das denn? So doch nicht. So, hier unten so dran. Ne? Ein bisschen höher noch, wie bei dem anderen. Ja, okay. Ja, der wird doch niemals klappen. So, mal so vorausschicken. Denk mir schon wieder viel zu kompliziert. So, wisst ihr, dass das hier so bupp und dann fährt das einfach so richtig schön da runter. Aber ich weiß nicht, ob das so klappt, wie ich mir denke. Weil die Kugel ist dann doppelt ganz schön schwer bestimmt. So. Warte mal, genau hier. Okay. So, soll ich da so runterfahren? Ja, warte, dann mach ich die nochmal ein bisschen länger. Oh Gott, Leute, das kann ja gar nicht funktionieren. So. Okay. Da kann das funktionieren? Naja, ich habe keine Ahnung, was ich hier baue, Leute. Ich bin doch selber erstmal überrascht zu sehen, wie das gleich wird. Dann ist auch gleich der Part wieder vorbei. So, der Wald hat ja gerade schon auch schon mal so geklappt. Ich weiß bloß nicht, wie das mit dem Gewicht ist. Ob das da so wild dann klappt oder nicht. So halt, ne? Und dann das ganze Konstrukt. Dieses ganze Ding. Und soll dann einfach jetzt als mega große Schiene. Alter, das wäre hier fast runtergefallen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Ich glaube, das Ding ist ein bisschen zu groß konstruiert. So, mach doch mal. So. Ja, so ist jetzt richtig schön gerade. Und so solltet halt da runterfahren. So, vielleicht auch noch ein bisschen mit Hilfe so weit nach vorne, wie ich das halt machen kann. Ne? Das würde ich natürlich gerne was sehen. Ich kann jetzt leider nichts sehen. Das ist ein bisschen doof. So, dann muss ich halt mal so. Nein. So, ja. Okay. Hat funktioniert, Leute. Hat funktioniert. Hätte vielleicht noch ein bisschen einfacher gehen können, aber ey, das ist egal. So viele verschiedene Möglichkeiten, so ein Rätsel zu lösen, ja. Und ihr könnt mir immer gerne schreiben, wie ihr das gemacht habt, ne, wie ihr das gelöst habt, wie der vielleicht auch der idealste Weg ist oder so. Einfach Traum. Ein Traum. Tja, yeah. So, und immer schön noch mit der Truhe alles immer geholt. Das war der 20. Part schon. Junge, Junge. Und wie gesagt, gefühlt haben wir da ja nichts gesehen. Aber das ist so schön, wie sie einfach immer mehr offenbart. Und so wie die ganzen Charaktere, die noch kommen. Wie gesagt, mit Impa bin ich mich sehr gefreut. Lalalala. Mit den Stellen ist alles mega cool. Und wir werden unseren Weg weiter fortsetzen nach Hebra. Zu den Orni. Und vielleicht auch beim Kleebrat-Kurier irgendwie uns weiter anheuern. Ne? Aber erstmal nochmal in den Tunnel. Und dann fliege ich wieder zurück zu dem Turm und folge einfach mit meinem Pferdchen den Weg dahin und so. Kann sein, dass ich mich nochmal vom Stall abholen muss, wenn jetzt irgendwie verschwindet oder was. Aber ja. Oh, fällt da was runter von oben? Oh, nee, ist irgendwie so. Da irgendwas. Ah, ein riesen Wasserfall. Achso, alles klar. Leute, das war der heutige Part. Beim nächsten Mal, ihr wisst schon. Oh nein! Leute, der Blutmond. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!